Ein planetarisches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und heute, Leute, sind wir zurück in der Welt von Minecraft Sapphire. Und Leute, in der letzten Folge, beziehungsweise in den letzten zwei Folgen, haben wir sehr, sehr viel über all das Zeug, was hier abgeht. All dieses crazy Zeug, was hier passiert, was hier vielleicht passieren könnte und was früher passiert ist. Haben wir, ja, ich würde sagen, schon eigentlich alles erfahren, was man auf jeden Fall wissen sollte. Genug, um zu wissen, dass wir in Gefahr sind und irgendetwas tun müssen. Die Sache ist jetzt nur, wir müssen etwas tun an einem Ort, den wir aber noch nicht kennen. Und Leute, übrigens, wer die letzte Folge verpasst hat, ich verlinke sie jetzt nochmal oben rechts. Müsste das, ja, oben rechts, Leute, genau, oben rechts. Dann könnt ihr die super gerne nachschauen, Leute. Lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuschauen. Aber Leute, ich befinde mich hier gerade an dem Platz, wo damals in Sapphire alles begann. Wo wir hier vom Himmel gefallen sind, hier rein. Und hier quasi einfach schon sich eine Bude gemacht hat, sozusagen. Und hier oben laufen immer noch diese komischen Wilderer rum, Leute. Hier, der verkauft uns Pelz, rohes Krabbenbein. Cool, sehr, sehr schön, weiter so. Das waren sie hervorragend. Und Leute, das heißt, wir müssen jetzt eigentlich darauf warten, dass Zizi, ja, Zizi hieß es, diese AI oder KI von Professor Einstein, die uns alles erklärt hat, dass die weiß, wo das Zentrum von dieser Emergenz des Multiversums ist. Und dann können wir erst eingreifen, Leute. Und darauf warten wir jetzt und darauf, dass Professor Einstein vielleicht auch nochmal was dazu sagt. Leute, das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Was ich jetzt aber machen wollte, und zwar, Leute, ihr habt mir jetzt erklärt, wie das mit diesen alten Schinken funktioniert. Da können wir mal gucken, ob wir dafür das nötige Zeug haben, um das zu machen. Ich muss nach da richtig. Und zwar muss man ein voll aufgeleveltes anderes Zauberbuch haben. Und dann kann man es mit diesem alten Schinken zusammen, ich nenne es jetzt einfach mal craften oder zusammenfügen und dann bekommt man ein viel stärkeres Zauberbuch raus, was man dann zum Beispiel, keine Ahnung, Schärfe 6 oder so machen kann. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig wiedergegeben. Leute, wir können gucken. Ich glaube aber, wir haben nicht kein Zauberbuch, was stark genug ist, um das zu machen, Leute. Müssen wir einfach mal schauen. Wir gucken einfach mal, Leute. Gucken schadet ja nicht. Und was ist hier? Ich habe jetzt hier ein Zoo oder was? Ist das euer Ernst? Ich wollte jetzt eigentlich kein Zoo haben. Ja, und diese komischen Stalker-Kühe. Schön, ich habe eine Stalker-Kuh bei mir zu Hause, Leute, ich freue mich. So, aber, wo habe ich, ach Leute, ich finde mich irgendwie in den Kisten, ah, hier. Ja, okay, wir haben nur noch die alten Schinken hier. Der ist natürlich jetzt belastend. Wir haben ja auch, ein paar Rubbels, habe ich da was an? Ich weiß nicht, können wir eins davon vielleicht anziehen? Ach ja, Tatsache. Cool, jetzt haben wir hier eine Kette. Ja, oh, könnt mir Schlimmeres vorstellen, Leute. Jetzt sind wir hier, weiß ich auch nicht, krassere Rapper oder sowas. Naja, Leute, ich lasse es einfach mal an. Ich meine, wird wohl nicht schaden. So, okay, Leute, schade, dann können wir das nicht machen. Wir haben hier auch immer dieses Gewehr, Leute. Das Gewehr ist gefährlich, dann stürzt nämlich das Game ab, wie wir herausgefunden haben. Was ist eigentlich Danger Scythe, Leute? Das ist, ich will das mal ausprobieren, bin ich ganz ehrlich. Wir probieren das jetzt auch mal aus. Ich wollte aber nochmal die Kommentare lesen, ne? Du willst auch Kommentare lesen, kleine Kuh? Ja, willst du? Okay. Die macht mich echt kirre, ne? Vor allem diese schwarzen Augen. Das ist doch kein liebes Gesicht. Na gut, Leute, ich wollte kommen. Oh mein Gott, was zur. Oh Gott. Gavrot, was ist das? Leute. Was zur Hölle geht hier ab? Oh mein Gott. Da ist irgendwas Schwarzes.
Das ist verdammt stark, was auch immer es ist. Es hat Zeug gedroppt. Oh Gott, Leute. Soul Glass Bottle filled with corruption. Corrupted Ignitor. What? Leute, was ist das? Okay, sorry Leute, ich wurde gerade bei der Aufnahme gestört. Mir ist gerade eingefallen, wir haben ja auch Hüter. Auch wenn das eigentlich... Leute, das kommt jetzt gerade voll aus dem Nichts. Dass mir wieder einfällt, dass wir Hüter haben. Ja gut, nee, Leute. Ja, wie gesagt, ich wurde gerade unterbrochen. Aber was zur Hölle ist hier los? Ist da noch mehr? Da ist irgendwas Lilanes im Bildschirm. Leute, wir können nicht Kommentare lesen. Das kann... Okay. Oh. Ah. Ah. Was zur Hölle? Nein, 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 nicht sterben. Was seid ihr? Leute, irgendwelche extrem dunklen Wesen. Okay, die droppen Stuff, Leute. Ich habe ja auch Black Slime Balls. Was zur Hölle? Okay, Leute. Hier sind irgendwelche ganz komischen Viecher. Die Seelen liegen hier von auch noch rum. Warum ist es dort... Oh mein Gott. Ah! Hier ist irgendein Slime. Oh nein. Okay, die machen Feuer. Die machen Blindheit, aber ich werde nicht blind. Okay, cool. Oh Gott, da sind noch zwei von diesen Viechern. Mein Schild ist kaputt. Ja, okay, Leute, ich kann den ganz gut auf Trab halten. Holy moly. Bitte sag mir das nicht noch mehr. Leute, was zur... Oh nein, 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 oh nein. Die sind stark, epic geil. Oh, vielleicht sollte ich mal meine Rüstung anziehen auch. Ich hatte die ganze Zeit meine Rüstung nicht an. Leute, dafür haben wir uns gut geschlagen. Ich habe kein Schild mehr, ich habe keinen Schild mehr. Gott sei Dank noch ein Ersatzschild. Okay, Leute. Jetzt haben wir überhaupt erst Rüstung an. Jetzt werden wir gewappnet. Oh Gott, da sind noch zwei Viecher. Okay, das sind mit Abstand die stärksten. Diese komischen Viecher hier. Diese komischen schwarz-lilanen... Was weiß ich, Viecher. Boah, die sind aber auch richtig abgespaced und schnell, ey. Holy... Hey, ich kann ihn nicht treffen. Da, ja. Okay, Leute, Leute. Mein Schild hält auch nicht mehr lang. Oh, oh Gott sei Dank, wir haben's. Oh. Kurz hier raus. Oh mein Gott. Holy. Okay, noch so ein corrupted Ding. Leute. Mein schönes Haus. Wie schnell hat sich das hier Zeug hier ausgebreitet? Leute, das Ding hier... Da ist noch dieses komische Gesteinsding, was vom Himmel fiel drin. Ist das der Auslöser für das ganze Zeug hier? Also sieht auf jeden Fall so aus, als wäre es der Kern. Jetzt ist da so eine Art, ich nenne es Kokon drum. Hat schon ein bisschen was von so einem Baum, wie der hier so abzweigt und Wurzeln schlägt. Leute, ich glaube, das ist ein Kern von irgendwas. Und das ist im Zentrum von diesem Kokon, von diesem Zeug, was sich hier ausbreitet. Das hat meine Oreberries zu irgendwelchen komischen Gestein gemacht und Zuckerrohr zu irgendwas Weißem.
Was zur Hölle, Leute? Hier breitet sich auch noch irgend so ein... Weiß ich nicht, was aus? Leute, was zur Hölle ist das? Ich wollte das eigentlich mal Einstein zum Erforschen geben. Jetzt breitet sich das hier bei uns... Oh Gott, ich wollte dann eigentlich nicht. Jetzt breitet sich das bei uns in der Bude aus. Ja, so viel zum Kommentare lesen. Das geht gerade schlecht, Leute. Ja gut, wenn ihr wisst, was das ist, Leute, schreibt es super gerne in die Kommentare. Ich bin mir nicht... Leute, ich habe gerade eine Vermutung bekommen. Und ich hoffe wirklich inständig, dass sich diese Vermutung gerade nicht bewahrheitet. Und dass das nicht das Zentrum der Emergenz ist, die sich gerade ausbreitet. In der letzten Folge war doch noch alles okay, oder? In der letzten Folge waren wir hier, da schien alles anders zu sein, sag ich schon. Schien alles normal zu sein und jetzt, puff, eine Folge später, Leute, ein paar Tage später nur. Und hier hat sich sowas ausgebreitet. Oh Mann. Leute, davon müssen wir Einstein erzählen. Und vorher bitte diese Kuh einmal weghauen. So, Schwein, du kannst da bleiben. Okay, Leute, wir gehen zu Einstein, zeigen dem dieses Zeug hier. Und ich hoffe wirklich inständig, dass er eine Lösung hat. Und Leute, was mir gerade auffällt, wenn sich das jetzt hier schon in diesen paar Tagen so weit ausgebreitet hat. Und wenn wir jetzt zu Einstein gehen... Wie weit wird es sich ausgebreitet haben, bis wir wieder zurück sind? Leute, ich habe gerade echt Angst davor, eigentlich hier wegzugehen und wenn ich wiederkomme, dann zu sehen, wie weit sich das ausgebreitet hat, Leute. Aber es bringt nichts anderes. Wir müssen wirklich zu Einstein und hoffen, dass er Antworten hat. Und ich hoffe inständig, dass die Antwort nicht ist, dass das Zentrum der Emergenz ist, Leute. Oh Mann, wenn ihr aber noch Theorien habt, könnt ihr die super gerne in die Kommentare schreiben. Leute, ich mache mich jetzt auf zu Einstein. Und damit soll es auch für dieses Video erstmal gewesen sein. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall mit Einstein reden, Leute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall super gerne planetarischen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann drückt natürlich auch super gerne den Abo-Button. Das würde mich mega freuen. Und Leute, jetzt wünsche ich euch noch einen planetarischen Tag. Haut rein und wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft Sapphire hier auf diesem Kanal. Bis dann!